So, hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück bei ARK auf der PlayZ 4. Wir haben hier in der Zwischenzeit ein bisschen was weiter rumgefummelt. Und zwar hatte ich mir überlegt, ein bisschen die Bude weiterzubauen. Und zwar würde ich sehr gerne, wenn man hier reinkommt, hier einen Türrahmen einsetzen. So. Die Tür kann dann später kommen, ist erstmal egal. Und dann würde ich hier die Fläche mit 5x5 Fundamenten, Steinfundamenten bestücken und dann auch hier diese, nicht die Zunwände, upala, nicht die Zunwände, sondern die Steinwände mit Fensterrahmen oder keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, ist auch Wurst. Würde ich sehr gerne hier hinbauen. Und dann fangen wir leider, was ich nicht wollte, aber das ist unumgänglich, fangen wir hier vorne an mit Elektrizität. Und zwar brauchen wir den Stromgenerator und wir brauchen einen Kühlschrank. Und was wir auch noch machen, das ist ein Industrieofen. Ein Industriegrill heißt der, glaube ich. Da kann man dann anders als beim Lagerfeuer, wo man nur drei Plätze hat zum Reinlegen der Ressourcen, wie zum Beispiel Holz und das Fleisch, und der dritte Platz wird dann die Kohle sein, haben wir da viel, viel mehr Plätze. Die ganze Hütte läuft mit Benzin, aber das werden wir später auch sehen. Das steht auch in der Beschreibung, wenn wir den erstellt haben. So, was ich noch eben schnell zeigen wollte. Wir haben hier überall die Biberdämme. Das ist sehr schön. Ich habe in der Zwischenzeit die Schwierigkeit von 0,2 auf 0,8 hochgestellt, denn das wird ein bisschen langweilig. Ihr seht unten in der Leiste, ich bin gut ausgestattet mit allem Möglichen an Rüstung und an Waffen und so weiter. Ich musste dafür leider einen Konsolensheet einsetzen. Destroy Wild Dinos ist dafür da, wie der Name schon sagt, um die Dinos kaputt zu machen. Und innerhalb von 1, 2 oder 3 Tageszyklen hier in-game werden dann die Dinos respawned. So, genug rumgeschnackt. Ich habe von hier oben mein Zähmgehege abgerissen. Hat folgenden Grund. Wenn ich hier oben mit meinem Haus expandieren möchte, dann will ich, das kann ich euch zeigen, hier vorne an der Klippe entlang, wo der Agentavis steht, von dieser Klippe bis hinten zur anderen Klippe eine Umzäunung hinmachen. Ein Steinwall oder Holzwall, muss ich mal gucken, je nachdem, wie aufwendig das ist, die Ressourcen zu farmen. Und hier hinten genau dasselbe. Da werde ich den und den Stein hier vorne auf Seite schaffen. Und dann hier unten angeknüpft auch nach da drüben einen Steinwall ziehen. Mit diesen Dinotoren, die wir hier verbaut haben, mit den stabilen. Ja, hat folgenden Grund. Ich habe, wie gesagt, die Dinos gekillt, alle nicht gesamten Dinos auf der Karte, habe die neu spawnen lassen. Das bringt nicht nur neuen Pfeffer hier in unser Spiel, sondern ist auch ein Vorteil für alle Dinos, die wir selber zähmen wollen. Denn die sind auf einem höheren Level. So, dann wird es auch interessant beim Zähmen hoch wertige Nahrungsmittel in die Dinos reinzulegen während dem Zähmvorgang. Die Narkose-Geschichte bleibt dieselbe. Wenn wir zum Beispiel rohes Prime Meat reinlegen, also rohes Filet, dann ist erstens der Zähmvorgang schneller und zweitens ja, gibt es einen satten Bonus auf Extra-Level, wenn wir den Dino gezähmt haben. So, ihr denkt euch sicherlich, klar, hier ganz normal mit Dreieck öffnen, reingehen, ab und zu backt man rein. Wenn man nicht hier auf die Ecke geht von den Scharnieren, dann backt man im Tor fest, muss man wieder öffnen, rausgehen und schließen. Das sind ganz normale Türrahmen, Steinwandteile. Der Name ist egal, ihr wisst, was ich meine. Wir selber können hier rein und rauslaufen, wenn wir lustig sind. Die kleinsten Piss, Monster hätte ich beinahe gesagt, die kleinsten Piss-Dinos kommen hier aber weder rein noch raus. Und wir haben den Vorteil, wir können entweder von oben drauf schießen und zähmen oder von außen. Jetzt können wir mit dem Quetz fliegen, beispielsweise, und Dinos greifen mit den Krallen bis Kanogröße. Ich hatte mir einen Kano auch noch gefangen, auch noch gezähmt, der steht hier vorne. Richtig chilliges Biest.
wendiger und schneller als der T-Rex, aber hat natürlich auf dem Low Level, das ist auf Level 6, dann müsste ich mega mitnehmen und pimpen, hätte ich fast gesagt, und leveln, wo ich jetzt nicht so den Bock drauf habe. Ich bin überhaupt nicht mehr gefordert mit meinen Ausrüstungsgeschichten. Gut, ich bin jetzt letztens noch abgenippelt, das war aber auch, weil wir eine Herde von Wölfen, ein Rudel von Wölfen erwischt hatten. Ja, die dann mega auf mich drauf geknüppelt haben gleichzeitig und da kam ich dann mit der Angriffsgeschwindigkeit nicht hinterher. So, ich guck mal gerade. Hier sind wir falsch. Ich verdrück mich immer noch ab und zu. Ich hoffe, das ist kein so großes Problem für euch. Wird euch wahrscheinlich auch passieren. So, mit dem Menü, mit dem neuen Menü bin ich immer noch nicht so, bin ich immer noch nicht so zufrieden, kannst du nicht sagen, sondern ja, da muss ich mich auch noch mega dran gewöhnen. So, die Holztreppe, sollen wir die erlernen und mitten reinstellen? Ne, da ist die Leiter gut genug. Genau, den Industriegrill wollten wir. Müssen wir mal gerade gucken. Entschuldigung bitte, wenn das eine Sekunde dauert. Die Ghillie-Rüstung haben wir schon gemacht, ne? Das ist ja die für den, genau, für den Schutz. Die anderen Rüstungen machen wir uns auch noch, gar keine Frage. Einen Schalldämpfer habe ich jetzt als Blaupause bekommen. Dann müssen wir mal gucken, ob sich das über. Hier ist der Industriegrill. So, Lagerfeuer und Fabrikator. Mit Benzin läuft er, genau. Große Menge an Fleisch zu kochen, spendet Licht und Wärme. Das ist uns erstmal egal. Was ist denn jetzt hier gebacken? Ich habe doch 50 Milliarden Punkte. So. Komm, das GPS mache ich auch mal. Wollte ich eigentlich nicht. Auf Fabrikator, genau. Und Kompass als Voraussetzung. Hat folgenden Vorteil. Das GPS, das ich mir selber für mich aufschreiben kann, damit ich es mir besser behalten kann, wenn ich irgendwo ein chilliges Vieh gesehen habe. So. Was habe ich noch gemacht? Ich habe auch Elektronik erlernt. Da brauchen wir Siliziumperlen für und Metallbarren. Und diese Lithiumperlen, die finden wir nicht nur oben im Schneebiom, sondern ich habe vorhin gesehen, die finden wir auch in den Biberdämmen drin. Hätte ich nicht gedacht. Sehr chillig. So, dann gucke ich mal hier nach. Navigation ist es nicht. Strukturen kochen, genau. Hier haben wir den Grill, da brauchen wir Zement für. Die Metallbarren haben wir, Kristall auch, Öl auch. Dann brauchen wir jetzt noch Zement. Gut. 31 Zement. Da können wir mal an die diversen Biberdämme gehen, wo wir jetzt dran sind. Aber ich mache jetzt erstmal Folgendes. Und zwar, ich hatte hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit das nicht so stumpf wird. Die Frage ist, können wir so viel tragen? Nein, habe ich mir gedacht. Auf dem PC geht das einfacher. Hier muss ich das jetzt ekelig erst in mein Menü ziehen und dann wieder rüber. Bla bla. So, dann fangen wir mal an. 5x5 haben wir gesagt. So, ich lege mir das unten schnell auf die Schnellwahlleiste. Genau. Mir ist jetzt in letzter Zeit öfter mal das Spiel abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was das für eine Seuche ist. So, ja, gut, das müsste gehen mit 5x5. Zwei, drei, vier, fünf. Perfekt. Oh ja, das war knapp. So, den Vogel setze ich mal hier um. Und dann bauen wir uns schnell hier die Fundamente hin. Zünde ich jetzt eben schnell durch. Ist ja keine besondere. Oh, krieg jetzt keinen cholerischen Anfall, scheiß drauf. Boah, das ist aber mega viel Platz, den wir jetzt hier haben. Ich glaube, das ist sogar von der Fläche her
für unsere Küche, sage ich mal in Anführungsstrichen, genauso viel Fläche. Nee, sogar ein Feld weniger wie hier. Eins, zwei, drei, vier. Tatsächlich. Naja, egal, gut. Dann haben wir hier schon mal was hingebaut. Chillig. Tür kann man reinbauen oder weglassen. Interessiert ja nachher sowieso keinen mehr. Hier hatte ich mir auch was überlegt. Und zwar würde ich hier sehr gerne später eine Art Gewächshaus hinbauen und dann mal gucken, dass wir von hier unten nach hier oben ein Bewässerungssystem hinmachen. Und ja, dann können wir auch anfangen mit dem Dünger hier von den Biestern, mit dem Kot und so weiter. Falls ihr euch gefragt habt, das muss ja irgendeinen Sinn machen, dass die Biester andauernd hier am Keken sind und so weiter. Das machen wir auf jeden Fall nachher noch. Aber erstmal hier jetzt vorne die Geschichte mit der Elektrizität müssen wir leider machen. Der Kühlschrank ist auch nachher unabdingbar, wie ihr sehen werdet, wenn man mal so diese Gegenüberstellung hat von der Haltbarkeit in der Tasche beziehungsweise im Dino und im Vergleich zu den Geschichten im Kühlschrank. Das ist also unglaublich. So, dann gucken wir mal schnell. Haben wir Zement hier am Start? Nein, nur jede Menge Holz. Da hinten haben wir noch eine Möglichkeit. Und ansonsten gehen wir eben auf den Argentavis und gucken mal hier die, oder wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, gucke ich gleich hier oben den Weg entlang. Jawohl, siehst du, hier ist Zement wie die Höllensau und sogar Siliziumperlen, die nehmen wir uns direkt mit. Den Rest lasse ich hier drin, die Blumen. Und jetzt geben wir Fersengeld, weil es müsste gleich schon der Juffe kommen und hier einen Dicken machen. Vielleicht ist er im Wasser. Wir können ja mal gucken hier. Auf welchem Level sind die kleinen Idefixe hier? Level 6, Level 29. Was hat er? Auch 29. Die sind normalerweise auf einem ultra kleinen Level und. Alter! Was ist denn mit ihm? Level 95, leck mich am Arsch. Wenn ich den jetzt angreifen würde, also der würde sich natürlich nicht wehren, der würde 2, 3, 4, 5 Hits mehr aushalten als sonst, aber der gibt uns wahrscheinlich Fisch wie die Höllensau. Könnten wir mitnehmen? Machen wir aber jetzt erstmal nicht. Wir haben jetzt den Zement und die Siliziumperlen, legen wir uns mit rein, wenn wir noch genug, ja, 31 von 70 Plätzen belegt. Chitin hatte ich auch noch hier von diversen Kämpfen am Start. Da seht ihr hier, der 100er Stack wiegt 1 Kilo. Gut, Gewicht spielt hier keine Rolle, sondern die Lagerplätze, sag ich mal. Egal, Wurst legen wir einfach noch rein. 30 Fisch haben wir sowieso noch am Start. Ein Sarkus aber als Blueprint. Gut, scheiß drauf. Ja, Siliziumperlen wollte ich auch noch reinlegen. Und dann gehen wir jetzt rüber auf Strukturen, Kochen und machen uns den Grill. Benötigt Benzin. Gut, das heißt, der ist noch nicht. Was ist gebacken? Habe ich was vergessen reinzulegen? Ach so. Einschalten. Gut, die 69 Benzin nehmen wir uns mit. Klar, 4 Kilo. Müsst ihr jetzt gleich mal gucken, was das für ein riesen Okolytenteil ist. So, Benzin, wie gesagt, kriegen wir, wenn wir Öl, Holz und Leder hier reinlegen. Dann gibt es jede Menge Benzin. Ich könnte hier unten auch noch einen Schmelzofen hinmachen, wenn wir schon dabei sind, so Kochstellen zu bauen und so weiter. Wie machen wir das am besten, am geschmeidigsten, wenn wir hier reinlaufen? Wenn wir reinlaufen, würde ich den direkt hier in die Ecke reinsetzen, so schräg. Ist ja sowieso genug Platz hier drin in der Hütte. Gut, dann machen wir das auch. Erstmal lege ich hier unten die Foundations weg, die 4 Stück. Obwohl, ich tue sie wieder rein. Entschuldigung, die lege ich nämlich dann hinten schon mal hin, wenn wir rausgehen. So, kleines Gerät. Das wird aber, wenn ich ihn schräg hinstelle, ein bisschen kacke. Wohin geht denn die Struktur? Ich
Ich will auch noch geschmeidig eine Wand hinsetzen können. So wird's gut sein. Nein. Boah, absolut behindert. Umsetzen können wir die Hütte nicht. Ja, ich weiß, ich hatte oben die Wände und ich hätte die erst setzen können. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Jetzt muss ich nachgucken. Das ist typisch für mich. Das ist ohne Scheiß typisch. Zu faul, um eben hochzugehen. Mein Gott, ey, wenn das jetzt nicht passt und das rausglitscht oder so, dann ist das wieder typisch für mich, ey. So, ich setze erst die vier Foundations hier rüber. Vier Fundamente. So, haben wir die aus dem Inventar und dann lege ich mir eben fix die Wände rein, die er natürlich nicht gesteckt hat. Hat er nicht übereinander gesetzt, die Stapel? Jetzt sag nicht, wir können hier überall nicht dran. Wir können nicht dran. Da können wir auch nicht dran wegen dem Grill. Wie behindert bin ich denn? Ja, wahrscheinlich. Jetzt stellt er den her oder was? Da fällt mir ehrlich nichts mehr zu ein. Jetzt muss ich eben gucken. Nein, falsch. Strukturen. Auch falsch. Kochen. Können wir denn nochmal machen? Kristall haben wir zu wenig. Kristall haben wir aber unten. Haben wir unten in der Werkbank noch. Wenn mich nicht alles täuscht, um 14 gefehlt. 56. Aber wundert mich. Ich dachte, wir sind dann zufälligerweise überladen. Aber egal, ist jetzt passiert, kannst du nichts dran ändern. Einschalten, Feuer frei. Kühlschrank, Metallbarren, Elektronik. Machen wir uns den auch. Und den Kühlschrank auch direkt. Chillig. Super gut. Ihr habt gerade gesehen, wie groß die Gerätschaften sind und die kosten alle angeblich nur, beziehungsweise wiegen alle nur ein Apfel und ein Ei. So, dann muss ich Super Brain das Ding abreißen. Gibt zum Glück einiges wieder. Die Metallbarren, alter Bär. Tja, so. Genau, die schön draufstecken, ziehe ich mir die unten in die Leiste. Jawohl. So. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Machen wir schön alles zu und jetzt setzen wir hier unsere Brocken hin. Perfekt. Was sagt unser Gewicht? 316 von 430. So. Jetzt öffnen wir das Inventar fix. Dann legen wir das Benzin. Dachte ich, hätte ich mitgenommen, den einen Stack, habe ich aber dann wohl doch nicht. Den ganzen Kladderadatsch legen wir gleich oben wieder rein. Und wir haben, doch, hier haben wir rohe Brocken. Da ihr seht, wir können 24 Klamotten lagern. Ein Stack davon nimmt
das Benzin weg. Das heißt, wir können 23 Sachen reinwerfen. Und ich glaube sogar, entweder ist das, ja, das ist, glaube ich, im Kühlschrank. Im Kühlschrank stacken die Klamotten höher. Das heißt, da haben wir dann kein, können wir keine 20er, sondern bis 60er Stacks machen. Wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben das Benzin nicht mitgenommen. Wir nehmen hier 69 Benzin mit. Holz und Steine und so weiter können wir hier einfach mit reinlegen. Wir haben ja genug Speicherplatz noch hier. Stroh wegen mir auch. Gut, 100 Stacks wiegen nicht so viel. Egal, Wurst. Komm, das legen wir auch noch mit rein. Benzin haben wir jetzt noch genug. Ja, was wollte ich machen? Ich nehme die Rahmen mit. Setze mir nämlich den Rest jetzt auf die andere Seite. Kein Bock, dass mir das jetzt wieder passiert. Wahrscheinlich bin ich aber zu überladen. Nee, das ist gut. Und ihr seht, weil ich es unten in der im Schnellmenü Jetöse hatte, hat er die Stacks jetzt direkt wieder mit draufgelegt. Die 44 Stück, die ich reingezogen hatte. Ich mache das hier alles schön zu, damit wir da auch rausglotzen können. Und dann geht es los. So. Das sieht schon mal sehr schön aus. Da machen wir oben auch wieder. Ich habe noch 37 Stück. Komm, das ein bisschen abzuheben von der anderen Hütte. Lege ich die einfach in der zweiten Reihe noch mit oben drauf. Dann können wir ja wegen mir ein Holzdach noch mit drauf packen. Na komm schon. Ist manchmal ein bisschen buggy hier noch. Super. Jawohl. Perfekt. Kommen 23 Stück. Dann gehe ich hier oben auf die Höhe noch. Was soll der Geiz? Meine ich das nur oder wird das ein Stückchen dunkler? Normalerweise ja, ne? Gut, das heißt Mega-Farmen auch nachher. So, perfekt. Dann ist es ja schon mal nicht schlecht. So, ein Dach müsste noch drauf, aber egal. Können wir erstmal drauf pfeifen. Was mache ich hier? Ich setze hier auch direkt was hin. So, und dann kommt später noch ein schräges Dach da drauf und dann sieht das chillig aus. Aufs Dach können wir trotzdem noch gehen. Entweder hier von der Klippe da reinschießen, hier geradezu, oder oben vom Dach. Das kann man sich dann aussuchen. Gut, die Lagerfeuer, die könnte ich eigentlich platt machen. Die behalte ich aber erstmal noch, damit wir später unsere Kohle bekommen. Falls wir wieder hier Muni machen müssen und so weiter. Und ja, jetzt haben wir ja noch den Stromgenerator und den Kühlschrank am Start. Den Stromgenerator, den würde ich eigentlich gerne zentral setzen, denn wir müssen, wenn wir den Stromgenerator hingesetzt haben, auch Kabel machen. Ich habe das selber noch nie gemacht, ich habe das nur gesehen mal und die Frage ist jetzt, wie wir unsere räumliche Einteilung machen. Ich würde den Stromgenerator fast hier einfach in die Ecke setzen. Gut, wir müssten dann die Kabel kreuz und quer ziehen, aber das ist erstmal egal. Das mache ich jetzt einfach mal. Das ist der Generator, genau. Die Frage ist, wie setzen wir den, in welche Richtung muss der gedreht werden und so weiter. Ich würde den jetzt fast hier einfach so in die Ecke reinkrepeln. Wenn wir die rechte Ecke sehen, diese schräge, und wenn, also wenn von da aus die Kabel gehen, dann ist das ja beinahe blöd, weil dann müssten wir erstmal um die Ecke gehen und so weiter. Ich kann ihn hinsetzen und dann verschieben. Es sieht mir auch fast so aus, als wenn die Kabel da vorne rauskommen würden. Ne? Hier vorne jetzt da, wo die Spule ist und so weiter. Als wenn die da vorne rauskommen aus der Schrägen. Also was, ich stelle denn so schräg? Ne. Ich orientiere mich hier an der Fuge von dem Foundation. So. Meiner Meinung nach kommt hier vorne an der Platine kommt das Kabel raus. Hier nicht. Hinten sowieso nicht. Jo. So, Inventar öffnen. Muss Benzin beinhalten, liefert Strom an nahegelegene Steckdosen. Richtig. So.
Steckdosen und so weiter müsste ich mir auch machen. Jetzt nehme ich erstmal unseren Kühlschrank. Die Klappe zeigt zu uns nach vorne. Vielleicht setze ich den hier hin. Nee. Ich mache keinen falschen Fehler. Der wiegt nur 4 Kilo. Das ist ein Pappenstiel normalerweise. Ich lege jetzt erstmal oben ein bisschen. Ich habe alle Ressourcen wieder rübergelegt, ne? Die nehme ich mal mit. Passt das von meinem Gewicht her, vom Charakter? Ich glaube nicht. Dann splitte ich die erstmal in die Hälfte. Ja, hallo, leg doch die. Wie viele? Der hat doch 5 von 8 Plätzen. Alter, was geht denn? Leg doch die Barren wieder rüber, du Huren. Ja, macht er nicht und ich bin. Aber ich kann trotzdem laufen. Also, das ist ja. Naja, ich reg mich nicht auf. Ist immer noch alles Early Access. Da wird immer noch verändert. Im Quartal kommen immer noch 2, 3 Patches. Deswegen würde ich eigentlich sagen: Scheiß einen fetten Knödel drauf und wir machen einfach so weiter. Hier haben wir 89 Benzin noch in der Bude. Wir könnten die eigentlich die ganze Zeit weiterlaufen lassen. Und jetzt hat er den gestackt, das wollte ich nicht. Ja. So, den lege ich mit hier drauf. 50er Knödel rüber. Dann legen wir nämlich 65 rüber in den Stromgenerator und 50 dann in den Kühlschrank. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Wir müssen nur den Stromgenerator aufmöbeln, ne? Wie viel wiegt denn das Benzin hier? 50 Stück, 5 Kilo. Ich lasse das erstmal alles so, wie es ist, denn der Kühlschrank, der wird ja dann durch den Strom vom Fabrikator gespeist. Ich müsste aber jetzt trotzdem, und das mache ich noch eben fix, bei den Engrammen gucken. Hier, das ist seit dem Patch auch ein bisschen blöd. Wir haben hier 3 Auswahlen. Und ich muss immer erst da draufklicken, weil ansonsten muss ich mich hier durchwursteln ohne Ende und da werden dann die ganzen anderen Engramme mit angezeigt, wo wir ja die Updates überhaupt nicht spielen. Den erlerne ich noch fix, den kann man wahrscheinlich auch nur. Nee. Schräge Gewächshauswand. Das ist gut. Ah, hier ist die Steckdose. Perfekt. Brauchen wir auch Kabel oder so? Gerades Stromkabel. Jo. Steckdose für ein elektrisches Netzwerk. Wenn man diese mit Kabeln an einen Generator anschließt, alle umliegenden Geräte, sofern diese Strom zum Betrieb benötigen. Jo. Gerades Stromkabel. Das wird ja dann hier in der Nähe sein, nicht? Schräges Wasserrohr. Lanze. Was ist das dann? Ach so, klar. Harz? Ja, Mensch. Meinst du, ich finde das Kabel? Kann nicht wahr sein. Vielleicht ist das sogar so drecksackmäßig geregelt hier, dass es hier in der Nähe ist, das Kabel. Eine Kamera, ja, nee, ist klar. Oh, guck mal hier. Wundert euch nicht. Solche Lichtblicke hatten wir ja vorhin schon ein paar, ne? So. Übertragung Elektrizität, Stromgenerator, bla bla bla. Genau, der ist dafür notwendig. Da werden wir wahrscheinlich einen Fabrikator brauchen für. Und zwar. Ne, hier haben wir nur Elektrik. Strukturen, elektrisch. So, ein gerades Kabel. Da brauchen wir Metallbarren für. Und die Steckdose kommt hinten dran. Genau. Ach ja. Immer erst einschalten. Man muss gucken, wie das für einen selber besser passt, ob man die Kiste die ganze Zeit laufen lässt oder nicht. Fürs Einschalten, Entschuldigung, verbraucht die Hütte auf jeden Fall instant ein Benzin. Und ich würde sagen, bevor das jetzt hier komplett Nacht wird und man nicht mehr so viel sehen kann,
Machen wir jetzt schnell. Was hat er gemacht? Nix. Stromkabel. Wo gehe ich denn dran hier? Hallo, Entschuldigung. Hey. Hier ist das auf dem Boden. Hier ist es grün. Hey, das ist aber behindert gemacht. Jetzt sehe ich das nicht, oder was? Wie lang ist das denn? Nur so ein bisschen. Doch, Alter. Kann ich es hier hinlegen? Gerades Stromkabel. So, ich bewege mich gar nicht großartig weiter. Noch die Steckdose. Gut, Steckdose steht hier. Und da muss ich jetzt den Generator draufstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich sowas von beschissen gemacht. Ich guck, dass ich den hier hinstelle. So, ohne Energie. Und hier legen wir jetzt Benzin rein. Und dann läuft die Kiste, wa? So. Benzin rein. Einschalten. Freestyle. Öffnen. Cool. So. Yes. Dann haben wir jetzt einen Vergleich. Und zwar, hier öffne ich auch mal das Inventar. Wie lang ist der Scheiß hier drin haltbar? 17 Minuten bla, bis einer von dem 19er Stack kaputt geht. So, 17 Minuten und 12. Wenn ich nicht so lange da brauche, dann sagen wir mal 17 Minuten. Und wenn ich den jetzt hier reinlege, dann geht die Geschichte. Ein Tag, 4 Stunden, 27 Minuten, dann geht einer von dem 19er Stack weg. So, der grüne Balken ist schon ein bisschen runtergelaufen, aber wenn wir das auf einen Tag abrunden, dann ist dieser 19er Stack nach 19 Tagen im Acker. Nach 19 Tagen verfällt die Geschichte. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Fleischsorten ist. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, mit welchem Status. Weil das ist ja jetzt roher Fisch und wenn wir natürlich gegrillten Fisch hier reinlegen und so weiter, wie sich das dann verhält. 48 Plätze, das ist also ohne Ende. Und hier haben wir jetzt 64 Benzin drin. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch oben abgezwackt haben und so weiter. Wurst, egal. Ich lege jetzt einfach hier das rein an Benzin. Hier kommt ja auch nur Benzin rein, ne? In den Generator, gut. Wir haben nichts nach draußen backen und so weiter. Ja, cool. Das ist natürlich wie in einer Geisterbahn drauf geschissen. Ich wollte aber nicht. Hier die ganze Hütte werde ich dann auch noch mit Licht versehen, aber mit Fackeln. Das will ich dann doch ein bisschen urig haben und nicht so. Ja. Sieht auf jeden Fall achterbahnmäßig aus hier. Egal. Gut, Freunde, dann habt ihr jetzt gesehen, wie das hier funktioniert. Auch ein bisschen mit Hindernissen und so weiter. Tut mir leid, aber manchmal ist das immer so. Wie das funktioniert mit dem Stromgenerator und mit dem Stromherstellen. Und ja, wichtig wäre vielleicht noch gewesen, wie man sich diese Elektroplatinen macht, die hier einfach nur Elektrik genannt wird. Brauchen wir natürlich, um dann gleichnamige Geräte und so weiter herzustellen. Funktioniert ja mit Metall- und Siliziumperlen. Und wo wir die herbekommen, die Brocken, das habt ihr ja schon gesehen. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge mal mit einem Fleischfresser auf Reisen gehen und werden mal, ich denke mal mit dem Kano oder mit dem Terriziner, müssen wir mal schauen. Und dann packen wir mal die Brocken hier in den Ofen. In den Industrieofen. Ach so, der läuft ja auch nur mit Benzin. Und den kann man auch ein- und ausschalten und der schnetzelt das relativ schnell durch, wenn wir hier Sachen drin liegen haben. Gut, das ist natürlich jetzt suboptimal, aber naja. Und gut. Dann machen wir das in der nächsten Folge mal hier ein bisschen aufmunitionieren und so weiter. Gucken wir mal, wie der Grill funktioniert. Und dann geht's weiter an die Dinos zähmen. Ich bin sowieso mal gespannt, dadurch, wie am Anfang schon beschrieben, dass ich jetzt die Dinos habe killen lassen und die jetzt neu gespawnt sind. Wollen wir mal schauen, wie das dann wird.
ob wir unsere komplette Mannschaft neu aufmunitionieren, weil das Leveln mit jedem Einzelnen, das ist echt müßig. Oder ob wir dann ein paar neue Biester mit ins Boot holen. Gut, alles klar. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr bleibt sauber und am Ball. Wie schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Und wenn euch der ganze Rotz hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten sage ich, bleibt sauber und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein, tschüsschen.